So. I am supreme. I am the supreme ball thingy McJig. Scheiße. Das war ein Fehler. So, aber aus Fehlern lernt man und die Fehler werden gerade ausgeglichen. Alter. Mal hier über den Acker rasen. Eine Scarecrow. Wow, was zur? Ach, war dieser Tucker-Tra. Oh, es juckt gerade. Juck. So. Die Frau da mit ihren Schafen oder was das sein soll. Hör auf mich zu schieben, Auto. Kannst du es wagen? Mann, mir fehlt noch zu viel. Und irgendwie gibt's nichts mehr. Okay, ich roll gerade über die Dächer, also von daher. Und irgendwie diese komischen Sänger habe ich jetzt mit. Gag. Wow. La 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 la. Ja, wir haben noch 3 Minuten und haben schon 5 Meter. Das läuft. Und wie das läuft. Oh, ein Elefant und ein Sumo. Hallo Sumo. Hallo Tankpreise. Wow. Und nur mal für diejenigen, die sich das mal eventuell gefragt haben. Nö, ich habe keinen Führerschein. Ich bin so voll der Bahntyp irgendwie. Ist so, ich fahre sau viel mit der Bahn, Bus und so ein Scheiß. Zumal kann ich mich auch immer aufregen und habe einen Grund, mich aufzuregen, wenn die dann immer zu spät kommen und alles. Kann ich jemanden fertig machen? Kann ich jemanden wegmobben? So. Oh yeah. Das haben wir doch diesmal echt souverän gemeistert. Okay, noch haben wir es nicht. Noch kann immer irgendwas passieren, was uns... Ja. Stell dir mal vor, wir explodieren auf einmal einfach. Ich weiß, es ist unrealistisch, aber man muss doch alles abwägen. Sowas kann auch mal passieren. Noch nie was von spontaner Selbstentzündung gehört? Mar, hey Elefant, dich kann ich auch mitnehmen, weißt du? Alles, was mich vorher gemobbt hat, wird jetzt zurückgemobbt. Ziel erreicht, Josh. Josh. Nein, kein Steinwurf. Da oben ist ein Georock offenbar. Setzt dann da mal einen Steinwurf ein. Oder es wirft allgemein gern mit. Allgemein so ein typischer Steinewerfer. Ihr kennt doch die Typen, die einfach mal so am Abhang stehen und einfach grundlos Steine runterschmeißen. In ein Tal, wo nichts und niemand lebt und so. 15, wow. Ich jetzt einfach mal durchdrehen. Was bist du denn? Will ich das überhaupt wissen? Ich glaube nein. Baum, 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 Baum. Helikopter, Stein. Heißluftballon. Ballon? Oh wow. Ich grob Sachen aus dem Boden. Wow. Ich zerlege gerade die Stadt in Einzelteile. Ich will dieses komische Ding haben. Ich krieg's aber nicht, schade. Nessie! Mysterious Creature. Ich habe die ganze Stadt verschwinden lassen. Ich bin hier Mysterious Creature. Nur damit wir das mal klargestellt haben. Wenn hier was Mysterious ist, bin ich das. Ich meine, ich bin eine Kugel. Die einfach alles und jeden Existentes irgendwas mitnimmt. Noch mysteriöser als mich geht nicht. Wenn es geil, wie ich trotzdem noch dieses ganze Kleinkram mitnehme. Diesen ganzen Kleinkram irgendwie. Das ist. Ja, ich habe dieses eigenartige Ding. Okay, wenn das keine gute Bewertung ist, dann weiß ich auch nicht.
Wow. Dieses Spiel ist echt bla bla. Komm. Zeig mir wie gut. Yes, sir, 97. Ja, das interessiert mich. Deine Gitarre interessiert mich nicht. Und der da erst recht nicht. Yay. Ich weiß noch, ich glaube, damals war ich nicht so gut in dem. Schnupp. So's. Jetzt mit der Stage aus dem Weg. Limit to 50, make Katamari large as possible of only 50 objects. Ach du Kacke. Ich darf nur 50 Objekte einsammeln mit. Das bezieht sich auf die 50. Ne? Auf die 50. Ach, das war die gerade, das Ding. Ich darf nur 50 Objekte einsammeln. I have to choose carefully. Just take big ones. Like that sheep. Ja, und danach geht halt die Bewertung. Wir dürfen gerade mal echt 50 Sachen einsammeln. Und davon müssen wir so groß wie möglich werden. Jetzt haben wir schon 30. Hätte die Kuh? Ja. Da sowas wie diese Reifen, das will man da gar nicht. Ihn zum Beispiel, oder ihn, so Fishman. Ein Typ. So. Ich glaube, das Ding bringt auch noch Größe. Ja, doch. Die da. Ja, da, oh, der Centaur. Der bringt bestimmt auch gut was. Der Bär. Du bringst mir nicht viel. Was seid ihr? Keine Ahnung. Ihr bringt auf jeden Fall recht gut was. Okay, 4. Ich glaube, das war schlecht. Ah, die Mission ist auch scheiße. Ich kann es ehrlich, die Scheiße. Die ist absolute Scheiße. Man muss da quasi echt seine 50 Objekte kennen, die man haben will. Und trotzdem 59. Ich habe da nicht viel gemacht im Grunde und trotzdem habe ich 59. I mean, yes. I accept my fate. Und schon geht's wieder zum Robokönig. Das war ja eine schnelle Freude. Aber man merkt, ich räume gerade so meine pausierten Projekte von hinten auf. Quasi. Was haben wir denn da? Large as possible. Das war, glaube ich, ein relativ großes Level. Status Reports. Yes, I think it's time we had an update. According to my calculations, at the very moment the king awakes. Error, terror, module arranged, pretty to panic. Oh dear, this isn't good at all. It seems the future is so scary and bleak. My circuits won't let me speak about it. Go roll, forget we've ever spoke of this. Ja. Eigentlich müssten mir beide sehr sympathisch sein, weil beide haben irgendwie einen Sprung in der Schüssel. Wieso erinnere ich mich daran nicht? Kann daran liegen, weil es offenbar... Also wenn ich mich nicht daran erinnern kann, dann muss es ein relativ leichtes Level gewesen sein. Gib mir mal ein Schwert. Ach, wieso macht ihr euch überhaupt so einen Stress um so ein Schwert? Hier liegen noch genug rum. Wenn ich mich nicht daran erinnern kann, heißt das, die Stage war relativ easy. Wir müssen 1 Kilometer Größe erreichen in 14 Minuten. Doch, ich glaube, mit der müsste ich keine Probleme gehabt haben, sonst würde ich mich daran erinnern. Das Schöne ist, da jetzt ja meine Konsole im Grunde direkt vor mir steht, müsste ich eigentlich sogar die normale Sprungsteuerung nutzen können, also so... Diese Six-Axis-Steuerung, diese Six-Axis-Steuerung, die ich irgendwie nicht mag. Ich weiß nicht wieso, irgendwie mag ich diese Steuerung nicht, also hier mit Controller und so. Wii ist genauso irgendwo.
Allerdings Wii macht sich das wirklich als Gimmick. Während PS3 irgendwie sich nur gedacht hat, wir können ja mit dem Controller, können wir ja auch ein bisschen Bewegung machen. No. You don't. Komm her, Samurai. Ja, doch, ich glaube, ein Kilometer, das dürfte machbar sein. Oh mein Gott, er schießt auf mich. Oh nein. Fisch. Ein Fisch. Stell dir mal vor, einfach, ihr kommt so in den Raum und da steht hier ein Typ und er sagt zu euch, Fisch. Ich hätte Angst. Okay, da muss ich 3 Meter für sein. Du musst 3 Meter groß sein, um so hier rein zu dürfen. Hey, ihr sexy Girls. Ihr sexy Blockmädchen. Ja, ich weiß, dass ich da lang kann. Gebt mir eure Bälle. Ich meine eure Basketbälle, natürlich. Wow, also ich würde da ja nicht meinen Sportunterricht drin machen. Hier sind Krokodile drin. Seems a bit dangerous to me. Aber ich glaube, ich bin der Einzige, der das so sieht. So, jetzt erstmal hier den ganzen Kleinkram absammeln. Komm her, Sumo. Samurai-Typ auf Pferd. So, jetzt können wir auch ins neue Gebiet kullern. Ja, man muss echt sagen, kullern. Wir kullern ja gerade. Brr. Saki Ronin. Bah. Krokus nehmen wir auch mit, genauso wie diese hässlichen Crewmans, Piraten, Männer, Heinis. Wow, liegt hier viel rum. Wie die ganzen Trommeln versenken wollten. Hallo, Sumo! Cool, ich lasse Autos durch die Gegend fetzen. Need for Speed and some shit. Ja, ich erinnere mich nicht an die Stage. Das kann nur heißen, dass sie nicht sonderlich schwer gewesen sein sollte. Nachher kommt eine, wo ich mich dran erinnere. Beziehungsweise es gibt noch 2, an die ich mich erinnere. Und wo ich schlechte Erinnerungen dran habe. Beatbody! Die haben mir gesagt, es wäre keine Vergewaltigung, wenn ich Überraschung schreie. Oh Gott. Was macht ein Elefant auf der Straße? Wo ist denn die Zulassung dafür? Ey! Guck, ich habe einen Pegasus. Ich habe einen Typ, der Yu-Gi-Oh! Erschaffen hat in mir. Das klingt so falsch, ich weiß. War aber auch irgendwo nicht beabsichtigt. Ich habe ein anderes Wort gesucht, aber irgendwie hat mein Hirn gesagt 404, Fire Not Found. Ich frage mich, woran das liegen könnte. Guckt euch mal um. Wir sind in einem Land, wo so dieses hässliche Ding schon wieder ist und Pilze sich drehen und... Wieso verschwende ich eigentlich meine Zeit mit Fragen? Ich sollte es akzeptieren. Ich sollte mehr LOL spielen. Ich spiele momentan LOL, aber auch nur, weil ich irgendwie auf alles andere keinen Nerv habe. Isaac nutzt irgendwie jede Möglichkeit, um mich abzufucken. Das heißt, ich kriege Items, die mir zu hier und da null bringen. Oh, das war gut. Team Fortress kann ich nicht aufnehmen. Ich hätte sau Bock, Team Fortress aufzunehmen. Aber... Ich kann nicht. Vielleicht am überlegen, jetzt langsam, ob ich mir dafür eine neue Fraps-Version zulege irgendwie. Weil, ganz ehrlich, ich möchte Team Fortress wieder aufnehmen. Ich kann das Feuer mitnehmen. Campfire. Wie geil auch. Das ist ein Lagerfeuer. Für mich sah es eher aus, als hätte das Gebäude gebrannt. Oh, Moment, ich kann da... Hey, Elefant. Da war doch was mit uns. Ich kann jetzt hier lang. Seht ihr, das ist das Coole, wenn man direkt irgendwo hingeht. Wenn man schon eine gewisse Größe hat. Man kann hier einfach durchrollen. Diese Stage habe ich gar nicht in Erinnerung, aber die ist voll cool. Macht voll Spaß. Einmal hier die ganzen Sachen, Alter. Jetzt habe ich null in Erinnerung. Wieso nicht? Bäume. Bäume. Bäume.
gut, hier bringt es mir noch nichts. Hier komme ich noch nicht lang. Aber hier die ganzen Autos. Ich habe die ganzen Autos im Pack mitgenommen. Ich meine, wer kauft sich schon... Na okay, es gibt bestimmt auch irgendwelche reichen Leute, die sich irgendwie Autos im Vorratspaket kaufen. The fuck I know. So Leute, die sich sagen, oh, der Tank ist leer, ich brauche ein neues Auto. Ich glaube, ihr wisst, wo ich hin will. Ach ja. Oh, keep rolling. Hälfte haben wir schon gleich. Und wir wissen ja, jetzt geht's ja jeweils immer schneller. Und boah! Einmal die gesamte Stadt aus dem Nichts. Mäh, weg. Ein mysteriöses Objekt hat aus eigenem Grund dafür gesorgt, dass die Stadt in von insgesamt 0,2 Sekunden verschwindet. Wie es das gemacht hat, ist immer noch ein Rätsel. Experten spekulieren auf die Illuminaten. Wie immer. Darf ich das? Ja, ich schaffe es. So, jetzt rase ich durch. Jetzt rase ich durch. Aber immer noch ein... Ich muss 1 Kilometer schaffen. Ich kann das. Ich kann das. Ah, hier können wir die ganze Stadt mitnehmen. Kommen wir zu Hollywood? Kommen wir nach Hollywood? Ich wollte schon immer mal nach Hollywood. Allein schon, weil Wut drin vorkommt. Bäh. Aha. Kleinstädte. White House. A gigantic Tree. Ford Mansion. Harrison Ford Mansion oder something different. Death Valley? Was? Wo zur Hölle liegt Death Valley? Das google ich nachher. Ich will wissen, wo Death Valley wohnt. Wo, beziehungsweise wo Death Valley ist. Ich will da wohnen. Wahrscheinlich hat da nie jemand überlebt oder so ein Scheiß. Mar. Ja, doch, das schaffen wir. No big deal. Wie der Zeppelin mich verfolgt. Komm halt mit, wenn du mit willst. Hey, Hollywood! Wow! Über die Brücke. Die Brücke! So. Der große Ball hat dafür gesorgt, dass Godzilla aufhört anzugreifen. Godzilla. Oh, da ist ein Herz. Wow! What just happened? Wow. I forgot to tell you something important. Aha, so wichtig? Ist es so wichtig? I'm the Robo-K. You're a faggot. Yes, well back to rolling. Ignoring. Snoring, ignoring. Hello, T-Rex. So, jetzt sind wir schon mal so groß, dass wir hier einfach mal... Ja, wir nehmen einfach mal die Brücke mit. Warum denn nicht? Ich häng fest. Okay. Ich kann das. Das ist kein großes Ding. Ich kann das. I can so do it. Nee, noch eine Stadt. Muss den Erdboden gleich gemacht werden. Nein, das Space Center darf nicht überleben. Die Himmelsstadt. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Ich glaube, das wäre ein Fehler. Predicted, it is a failure. Oh wow, das hat's ja gebracht. Weil ich so groß bin, bin ich auch überhaupt nicht langsam oder sowas. Aber ich nehme jetzt schon ja ganze Landstriche mit. Also von daher, großartig interessieren scheint es mich nicht. Es scheint mich nicht groß viel zu kümmern. Da sind Landstriche, die ich mitnehmen kann.
Lamoa. Oh, der Vulkan geht auf. Hä? Oh, cool, da ist noch eine Stadt. Kabra! Und 10 Kilometer nicht erreicht. Mäh. Aber fast. Hey, Donnergott. Es geht. Kilometer erreicht. Mission erfüllt. Yes. Back to base. Don't be lazy now. Make it bigger. Okay. Wie der Spin mal jetzt so gar nichts bringt. Ah, da ist die Himmelsstadt wieder. Jetzt ist es kein Fehler mehr. Jetzt ist es kein Fehler mehr, hier durchzuheizen. Oh, hallo, Genie. Regen Cloud. Er ist da noch so drin und macht so, oh nein, hörst du auf? Und ich so, nein, hörst du auf? Und er so, nein, hörst du auf? Okay, und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich höre auf. Und dann habe ich aufgehört und dann ist er irgendwo da drin hängen geblieben. Und da ist eine Eisstadt, cool. Das erinnert mich irgendwie, diese Eisstadt, da erinnert mich irgendwie an die eine, an den einen, an die einen Folgen da aus One Piece. Wo sie da mit, dieser, Warpol, Barpol, Parthole, irgendwie so hieß er. Wo sie mit dem sich gekloppt haben, wo Chopper zugekommen ist. Sah mir irgendwie danach aus. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der es so sieht. Ich zum Beispiel habe auch vergessen, wie die Insel hieß. Und ich habe auch das Interesse dafür verloren, wie sie hieß. Weil wenn es mich jetzt wirklich interessieren würde, würde ich jetzt wirklich stark darüber nachdenken. Ich habe auf jeden Fall den Grund gefunden, warum die Titanic gesunken ist. Wow. Ich fühle mich überhaupt nicht langsam. Hey, ihr kleinen Engel. Super Huge Rainbow. Es war ein Ring. Wow. Was bin ich? Ich hab... Alter, was zur Hölle bin ich? Kill me. Now. Please, kill me. What am I? Engel, Slow-Mo springen. Wow. So, ganze Vulkaninsel. Ich bin doppelt so groß, wie ich sein sollte. Es gibt hier kaum noch was zu holen. You have 1 minute remaining. Okay, okay. Hab schon lange das geschafft, was ich wollte. Groß sein. Ich wollte immer mal so groß werden. Kann man den Oktopus noch nicht einsammeln? Tu bade. This is bad. Oh, this is bad. Where did we go so wrong? Mann, ich will den Oktopus. Oh, wow. Diese Info, ich habe jetzt gerade zum ersten Mal diese Infos gelesen. Ich bin irgendwie so und so viel mal so groß wie so ein Gebäude. Ihr müsst das mal lesen, das ist interessant irgendwo. Bin ich sogar schon so, ich nehme normale Wolken auf. Yeah! 3 Kilometer, schaffe ich das noch? Nee, schaffe ich nicht. Who cars? Who Autos? Oh, bislang sieht doch alles ganz gut aus. Ich habe jetzt auch gerade nochmal die Soundaufnahme gecheckt, ob das noch alles läuft. Und wir haben was ganz Großes gemacht. Und ja. Ah, a pleasure. Schmeiß das Ding weg und mal. 73? 73? Du Penis? Wirklich? Was ist das? Sieht aus wie ein Becher. Ich muss was trinken. So. Wow. Panorama Big Bang. Go Jumbo trinken! Ja.
Wir sind Jumbo Man. Wer ruft nach Hilfe? The fuck? Mimi, time, test your mate. Wir müssen nicht testen. Nein, großer Bruder. Nur dein Ding, so wie immer. Warte, das ist für ein mit geringen Profil. Du da. Arschgeil, man. Arschgeil, Tritt. Ich brauch nicht mal Worte. In breaking news, the star plunging towards Earth has changed its trajectory. Experts are looking into the cause. All right, dinner's almost ready, children. Okay, Mom. Oh, I can feel it. The rhythmic breathing of the cosmos. It's slowly falling asleep. Wie gesagt, es braucht keine Erklärung. Es braucht keine Worte. Das war eben schon... As planned! Arschpflanze!